Episode 30 von Star Wars Outlaws. Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zum Let's Play. Episode 30 schon. Vielen Dank für die Unterstützung bei dem Let's Play. Schon seit 30 Episoden. Ich bin nochmal zurückgeflogen nach Toshara, denn ich möchte hier die eine Aufgabe machen, die uns Danka gegeben hat. Denn da kriege ich auch Rufpunkte für den Ashiga-Clan und danach werde ich dann zurückkehren und da mit der Prinzessin reden und so. Und zwar hier die Mittlerin. Erreiche den Übergabeort. Da bin ich hier schon mal hin. Und da geht es um ein Artefakt oder eine Muschel oder sowas. Wichtig für den Ashiga-Clan. Und wir wollen natürlich auch gucken, dass es die richtige Person erreicht. Daher erstmal hier wieder hergeflogen. Ah, das ist der Treffpunkt, von dem Danka gesprochen hat. Der Vorsprung sieht nach einem guten Versteck aus. Okay. Halten wir uns da oben Ausschau. Um die Übergabe zu beobachten, denke ich mal. Hier, okay. Gut, nix. Bleiben wir außer Sicht weiter. Ach. Nicht erschrecken. Was? Was hast du hier verloren? Du erschrickst. Ich sagte, ich brauche keine Hilfe. Neue Situation. Wow, das ist nicht nur eine einfache Übergabe. Korrekt. Ich habe Nachrichten von Crimson Dawn abgefangen. Das wird nicht so leicht, wie Danka versprochen hat. Das sind ganz schön viele. Hey, hallo. Tolles Treffen, aber ihr habt schon eine Abmachung mit Danka. Und sie hat mich zum Abholen geschickt. Danka? Typisch Pikes. Ihr wollt uns wohl reinlegen. Das geht's außer Kontrolle. Warten wir, bis sie sich gegenseitig weggeballert haben und machen dann die, die übrig bleiben oder so? Die Pikes haben die Überhand wegen den Schildis. ND5, du stehst voll im Weg. Was macht denn mein aufgeladener Schuss bei denen hier? Okay, hilf. Gegen Gegenschild nicht direkt unbedingt. Oh. Aber auf dem Boden, oder? Ja. Und dann fliegt er weg. Nicht von hinten schießen. Okay, der war zu weit weg. Hier liegt das mit den Feinden. Oh, oh. Toll, jetzt habe ich eine Granate zerfetzt. Die habe ich, die nicht mitbekommen, ey. Ich war gerade mit Schießen beschäftigt. Nein, ich tue schon wieder. Nice gelaufen. ND5, mach mal was, du bist doch so ein krasser Kampfdruide, ey. Der rennt hier rum, sucht sich nicht mal Deckung. Sieht nicht sehr professionell aus. Okay. Lief schon mal besser als eben. Alle? Oh, okay. Hatte nicht erwartet, dass die alle uns umbringen wollen. Ja. Danke für die, Hilfe. Dein Tod hätte Jalen wütend gemacht. Tja, aha. Dann holen wir Dankas Molluske. Huh? Ja. Die Muschel, Kay. Durchsuche die Gleiter nach der Muschel. Die Muschel. Nicht vergessen, Drap, bring die Ware nicht zum Übergabeort. Wenn die von Crimson Dawn es sehen wollen, erschieß sie. Danach kannst du ihre Credits einstecken. Wenn Crimson Dawn irgendwas ausgehackt hat, wollen wir neben dir nicht auch noch die Molluske verlieren. Du bist ersetzbar, die Muschel nicht.
Hab die Leiter durchsucht. Die ist nicht hier. Etwas gefunden? Ja, nichts. Hier steht, sie haben nichts dabei. Die wollten bloß Crimson Dawn reinlegen. Danke, aber schlecht informiert. Aber die Gleiter sind toll. Jede Menge Nachrüstungen. Die Pikes haben eine Werkstatt in der Nähe. Vielleicht kommen sie von dort. Ob da auch die Muschel ist? Der Vorarbeiter ist als Schmuggler bekannt. Würde mich nicht wundern, wenn er hinter der Nummer steckt. Ich gehe ihn mal besuchen. Und ich bleibe hier und kümmere mich um das hier. Sag Bescheid, wenn du die Molluske geborgen hast, dann arrangiere ich ein Treffen mit Danke. Danke. Du, bist ziemlich nützlich. Ja. Ja. Okay, die Pike-Werkstatt, ist das die, wo ich schon mal drin war? Könnte sein, okay. Zieht sich der Auftrag wohl noch ein bisschen länger? Ja, es ist die Pike-Werkstatt hier. Nee, doch, oder? Werkstatt des Pike-Syndikats. Nee, die andere, es gab ja noch zwei andere, glaube ich. Die hatten auch noch so eine Werkstatt, wo ich noch so einen Schatz drin hatte. Hier, Werkstatt der... Ah, das waren Schiffsdiebe. Aha. Schiffsdiebe und Pike-Werkstatt, unterschiedliche Sachen. Okay. Und dann machen wir uns auf den Weg. Verschwinden wir hier. Muss da nicht raus. Da oben langfahren wäre, glaube ich, besser gewesen, oder? Ich versuche einfach dran vorbeizufahren. Keine Kletterstation? Doch, da. 300 Meter, das ist doch gleich da oben. Dann nehme ich hier den Kletterpfad. Okay. Ist auf jeden Fall hier schon mal das Pike-Territorium. Halt dich fest. Sind immer noch nicht gut auf mich zu sprechen. Na, muss doch noch ein Stück nach da, aber ich bin jetzt dieses oberhalb des Plateaus. So nix. Es geht los. Dann klettern wir da mal wieder rein. Die ist natürlich auch wieder voll Pikes. Hm. Die Werkstatt der Pikes. Hoffentlich finde ich Dankas Muschel hier. Ja, hoffentlich. Nur leise quieken, okay? Nur leise quieken, alles klar. Stiehl die Muschel von den Pikes. Die alte Wunde ist nie richtig verheilt. Okay. Wir gehen durch die Tür. Die hatte ich beim letzten Mal auf, eigentlich. Die hier. Schauen wir mal. Die Leute sind gerade alle voll beschäftigt. Sehen nicht, dass ich hier reingehe. Perfekt. ND5, ich bin in der Werkstatt. Irgendein Tipp, wo ich anfangen soll? Wenn der Vorarbeiter dahinter steckt. Vielleicht in seinem Büro? Darauf hätte ich wohl auch selbst kommen können. Oh, shit. Ihr seid du da. Ist jemand in der Nähe? Verloren. Ich bin ja auch gar nicht hier. Du hast mich nicht gesehen. Das Büro des Vorarbeiters, ist das da hinten? Komisch. Hier gab es mehrere Büros. Ich habe mal für die Hunden gearbeitet. Jotter, hey. Einmal um die Ecke, bitte. Mich auf einmal umbringen. Hier liegst du perfekt. Siehst du was? Welches Büro ist es? Entweder das da auch komplett gegenüber oder hier links von mir. Könnte es auch sein. Die da machen mir nur gerade Sorgen. Ich weiß nicht, wo die mit dem Blaster in der Hand jetzt lang geht. Weil die da nicht. Sicherlich nicht die ganze Zeit jetzt stehen bleibt. Auf jeden Fall wissen die Pikes, wie man eine Operation leitet. Wissen sie das? Ich gehe jetzt einfach mal schnell. So, wir haben da. Das könnte auch ein gutes Büro sein hier. Hat auch ein Fenster. Für einen Vorarbeiter. Büro mit Fenster. Geht aber nicht auf. Ja, da ist es auch. Da liegt es drin. Da müssen wir rein.
Aber hier hilft mir das nicht. Warum ist denn die Tür jetzt nicht anwählbar hier? Wahrscheinlich muss ich nichts drin irgendwo hinschicken, dass er mir die, ja, dass er mir die Tür öffnet. Nix. Drück auf das Knöpfchen da. Komm schon, Nix, schnell, bevor eine Patrouille kommt. Das macht keinen Nix. Spaß. Nix. Ah, heute so langsam unterwegs oder was? Was mal schneller auf deinen Pfoten. Alles klar, Nix. Holen wir unser Geld. Das ist das Ding. Das ist die Muschel. Jetzt mal wieder raus. Ich weiß noch, dass links, glaube ich, hier ein besserer Ausgang war. Wo draußen nicht so viele Leute standen. Hier unten durch. Den werde ich jetzt auch nehmen, den Weg. Ist hier jemand? Jetzt habe ich mich doch ein bisschen verlaufen. Der kommt da nicht ein hier. Ein Tag, okay, nach dem anderen. Die Tür? Nee. Wir gehen hier unten durch. Ein Job wie jeder andere. Dass ich es mir eingesagt habe. Wenn ich reich bin, brauche ich das nicht mehr. Oh. Da oben könnte ich auch rausgehen. Wenn die mich da lang lassen. Die fangen hoffentlich nicht ohne mich an zu bechern. Ich becher dir gleich eine. Hier. Jetzt brauchst du dich ums Bechern keine Gedanken mehr zu machen. Und wir sind raus. Genau, hier war noch ein Scharfschütze und dann kann ich mich da abseilen. Das ist ja der Weg, den ich beim letzten Mal als Eingang benutzt habe. Drin haben mich welche gesehen. Runter. Seil dich doch ab. Oh, das ist hoch. Wieso hat sie sich nicht nach unten geseilt? Ich habe die ganze Zeit nach unten gedrückt. Die hat sich nicht geseilt. Das lief doch ziemlich gut, oder? Ja. Andy 5, ich habe das Paket. Wo bist du? Ich warte in Yontas Hoffnung auf dich. Wurdest du gesehen? Ist doch Nein. egal. Hauptsache, ich habe es. Wie beruhigend. Ich wurde nicht gesehen. Wirklich diesmal nicht. Und die, die mich gesehen hätten, die sind bewusstlos. Okay, zurück nach Yontas Hoffnung. Das war ein sauberer Rein-Raus-Auftrag. Kann ich die Schnellreise machen? Ort öffnen? Lass die mich hier hin? Zum Schiff? Wir müssen mal einen Zahn zulegen. Weil der Auftrag wieder noch läuft, gibt es keine Schnellreise. Oder weil ich noch im Pike-Territorium bin, kann natürlich auch sein. Jetzt oder nie. Oh, Stein! Okay. Ist da jemand? Bitte. Hört mich jemand? Wir fahren durch den Tunnel. Hier ist auch kein Wind drin. Aber es ist so dunkel. Dankeschön. Fährst du mal rein? Erstmal schwarze Wand. So, da vorne ist auch schon Günthers Hoffnung. Wo auch mein Schiff geparkt ist. Denn ich möchte den Planeten dann auch gerne wieder verlassen. So, Geschwindigkeitsbegrenzung innerhalb der Ortschaft. In der Kantine. Okay. So, Andy 5, bin ready. Ich muss wieder den Winkel finden, wo ich ihn ansprechen darf. Hier geht's. Bist spät, Kay. Danke, ich bin nicht spät. Was? Warst du besorgt? Nein. Okay.
Nobody Troy. Was? Sei vorsichtig. Danke als Vermittlerin, keine Freundin. Man kann ihr nicht vertrauen. Denen kann man das schon. Wir sehen uns auf dem Schiff. Keine Droiden erlaubt hier drin. Runde 2 sieht immer noch gut aus. Kavis. Schon zurück. Ich sag ja, sie ist noch neu, aber gut. Wer ist das? Nur eine Freundin. Setz dich. Das Imperium. Der Job war unerwartet kompliziert, danke. Du lebst. Hey, das ist kein Spielzeug. Das ist eine Investition. Das ist in den Muscheln drin? Scheint wichtig zu sein. Halt! Du bist neu. Aha. Ich kenne nicht viele wie sie. Diebstahl von Schmuggelware, Arbeit mit Syndikaten. Du könntest eine Gefahr fürs Imperium sein. Aber du kannst mich vom Gegenteil überzeugen. Bestechungsgeld ablehnen. Bestechen lassen. Ich will mit dem Imperium nicht so viel zu tun haben. Danke. Aber ich kann ganz gut auf mich selbst aufpassen. Du zahlst den Preis, wie alle anderen auch. Hey, Kleine, bleib mal schön ruhig. Du kommst hier nicht lebend weg. Mag sein. Danka ist nur die Vermittlerin, keine Freundin. Und die von Imperium schon gar nicht. Okay, mal gucken, was sie jetzt auf mich hetzt. Mir hat 1500? Das auch nicht gefallen. Nee. Deshalb habe ich mir eine der Perlen geschnappt. Hast du? Ich habe eine Perle. Hey, meine Freundin da drin hat mit ihren Kontakten gesprochen. Ja? Du solltest schnell abhauen. Wow, ich glaub auch. Wie unerwartet. Komm zu Makal, wenn du nicht mehr gesucht wirst. Wenn du nicht mehr gesucht wirst. Schick dir... Wir erhalten Meldungen über eine Flüchtige in Yautas Hoffnung. Sofort verhaften. Jetzt geht's los. Diese imperiale Durchsage. Au. Wo waren wir stehen geblieben? Denken Sie nicht mal verhaftet. Ich wollte ihn gerade schlagen, ey. Lassen Sie mich nicht mal den Typen nochmal hauen. Ich hätte ihn auch niederschlagen können. Ich werde jetzt auf jeden Fall nicht mehr gesucht, oder? Habe aber, glaube ich, auch Geld verloren. Wegen der Verhaftung. Makalas Spielhölle mit Mirogana. Die Quest ist noch nicht vorbei. Aber ich werde gerade nicht mehr gesucht. Die Mittlerin geht noch weiter. Aber Schnellreise ist aktiv. Perfekt. Wahrscheinlich will Danka noch mal ein letztes Wörtchen mit mir reden oder so. Zukünftig werden wir es mit dem Imperium dann, denke ich, auch nicht so einfach haben. Jetzt, wo wir die... Hey, hast du Wacker kürzlich gesehen? Die Dame zurückgewiesen haben. Da ist Danka. Ohne Imperium diesmal. Ah, Kay, da bist du ja. Ja, worum geht's denn? Keine Sorge, ich bin nicht sauer. Ich bin beeindruckt. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Du hast eine Perle genommen, Kleine. Ich mag dich, also habe ich einen kostenlosen Tipp für dich. Diese Perle bedeutet Einfluss. Das Klügste wäre, sie den Ashiga zu geben oder Crimson Dawn. Beide wollen sie. Ich kann die Sache für dich regeln und sogar sagen, dass sie von dir kommt. Aber mach so etwas nie wieder. Okay. Crimson Dawn bin ich immer noch bei gut. Und ich habe die komplette Belohnung von Crimson Dawn erhalten. Ich brauche da keine Items mehr. Wenn ich da jetzt im Ruf falle, ist mir das nicht so wichtig. Deswegen nehme ich jetzt den Ashiga-Clan, denn da kann ich noch weiter aufsteigen und die haben auch noch Belohnung für mich. Gib sie doch den Ashiga. Ich bin sicher, sie wollen die ganze Sammlung. Schön. Ich sag, sie war verschwunden und du?
hast sie gefunden. Bis demnächst, Kay. Du weißt, wo du mich findest. Ja, du bist immer hier. Die Mittlerin, abgeschlossen. Ashika-Ruf, nochmal schön gestiegen. Da freut sich vielleicht die Königin. So, dann ist die Quest fertig. Dann kann ich erstmal wieder zurückfliegen. Ich glaube aber, bevor ich nach Kijimi wieder fliege, um da mit der Prinzessin zu reden, fliege ich, glaube ich, einmal nach Akiva, in den Akiva-Orbit, für diese andere Quest mit dem Passagier. Die geschmuggelte Person da. Guck mal, fast schon ausgezeichnet bei Ashiga-Clan. Hier, Passagier. Die habe ich ja verfolgt durch den Eisnebel vor Kijimi auf dem Planeten, im Orbit. Und dann sind sie an das andere System geflüchtet. Und die sind jetzt in dem Akiva-Orbit. Vielleicht kann ich die noch ein wenig verfolgen, bevor ich dann auf dem Eisplaneten wieder lande. Aber erstmal wieder zurück zu Yontas Hoffnung, weil mein Schiff dort geparkt ist. So. War aber erfolgreich, der Auftrag. Bis das Imperium mich kurz verhaftet hat, aber das war jetzt nicht so wichtig. Belohnung noch nicht vorhanden. Wieder was Neues von Nix, ja. Mir ein paar Spielzeugteile liegen lassen. Hallo. Wie geht's, ND5? So, ND5 sitzt schon. Okay. Zeit, um abzuhauen. Ja, Zeit zum Abhauen. Und die Sonne geht auch unter hier. Auf Toshara. Im Akiva-System war ich halt noch gar nicht. Ich wollte das auch noch ein bisschen auch später verschieben, bis ich jetzt auf Kijimi die Hauptgeschichte ein bisschen vorangetrieben habe. Aber wenn da jetzt die andere Quest noch in den Orbit führt, hoffe ich mal, dass es im Orbit bleibt und dass ich da nicht noch landen muss für die andere Aufgabe. So, dann Akiva-Orbit. Koordinaten für den Hyperantrieb werden berechnet. Und Vollgas! Halt! Pfoten weg! Nein! ND5 kämpft mit Nix. Oha! Ja, hier war ich noch nicht. Das wow. Es ist so grün. Stimmt. Du warst hier noch nie irgendwo, wo es so grünt. Du schon? Ich habe jedes Biom besucht, das du dir vorstellen kannst. Und noch ein paar mehr. Okay. Okay, Akiva ist also ein grüner Planet. Und im Orbit von denen sind viele, viele, viele Steine. So, kümmern wir uns mal um. Da ist der Planet. Das ist einfach nur so ein Asteroidenfeld. Da muss ich hin. Passagier. Fraktionsquest. Auf jeden Fall machen. Hier gibt es Schätze oder so. Imperiale Konsole. Mhm. Okay, dann durchqueren wir das Ding mal. Hä? Dann boost es wieder weg. Und sag mir nicht, wie meine Chancen stehen, hier durchzufliegen bei den Steinen. Will ich nicht hören. Nee, nee. Da ist die imperiale Konsole. Macht aber an sich jetzt gerade vom Orbit her einen kleineren Eindruck als jetzt zum Beispiel der Orbit in Toshara, wo man echt viel mehr Sachen noch hatte mit Schiffsfriedhöfen und so. Scheint das hier ein bisschen kleiner zu sein. Die Akra-Station. Ja. Warst du mal dort? Ich soll landen. Nein. Aber angeblich soll es dort von Piraten wimmeln. Pass auf deine Kredits auf. Okay, es ist eine Raumstation, wo die hin sind. Dann landen wir mal. Ich muss die Person ja wieder zurück nach Kijimi bringen, ne? Vielleicht ist sie hier oben. Ich sehe mich mal oben, ND5. Bis später. Also dann? Ja, ja. Ich sehe zu, dass ich ihn finde. Vielleicht ist er in einem Frachtraum oder so. Oder so.
Die Piraten sollten dich besser nicht bemerken. Ja. Ist doch immer so. Niemand sollte mich bemerken, irgendwo in diesem Spiel. Ich habe Schiffsteile, wenn Sie welche brauchen. Ja, das ist aber gerade nicht das, was ich brauche. Hallo, bist du da draußen? Ja. Hey, Typ in der Kapsel, bist du da? Typ in der Kapsel? Mein Name lautet Jack Flagshaw. Wer bist du überhaupt? Ich bin Kay. Crimson Dawn schickt mich, um dich zu retten. Ah, perfektes Timing. Ich wurde am Ende eines verdeckten Einsatzes bei den Pikes gefasst. Ein vorübergehender Moment der Unachtsamkeit. Und jetzt scheinen diese Piraten auf ein Lösegeld zu hoffen. Du scheinst ja richtig beliebt zu sein. Das hoffe ich doch. Deren Anführerin hier ist eine charmante Pantoranerin namens Procyon Vue. Reizender Blauton. Ihre Schlüsselkarte wäre hilfreich. Ich versuch's. Halte durch. Das ist unsere Ware. Jet Flocksum. Ich brauche die Schlüsselkarte von der anderen Person. Was haben wir denn hier sonst noch so? Die Raumstationen sind, denke ich, alle ähnlich aufgebaut, ne? Hier noch Andava, Auftragsvermittlerin. Plünderer. Koitus. Koitus? Okay. Lokaler Vermittler, Vermittler von anderen Welten. Wahren Sie Ihre Kredits und kaufen Sie bei mir. Na, ich nehme jetzt keinen weiteren Auftrag da an. Erstmal an bei dem bleiben, den ich habe. Ganz schön gemütlich hier. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Was hast du denn? Kann ich Ihnen behilflich sein? Vielleicht. Okay. Quadanium. Heures Prozessor. Eine Recheneinheit. Ich habe nicht mehr so viel Geld, ne? Nur noch 7000. Ein bisschen Wertgegenstände verkaufen. Anfragen. Was hat er denn hier? Den Schiffskomputer, ja, den würde ich gerne haben. Aber da fehlen Sachen noch. Danke sehr. Auf Wiedersehen. Ein bisschen noch mehr Händler. Wie viel Waren die jetzt im Angebot haben, ne? Auch voll frisches Gemüse und so. Ich habe nur zufriedene Kunden. Droidenschrauber. Sagen wir mal, die Fracht ist gut gesehen. Ihre Waren sind bei meiner Mitarbeiterin auf der Oberfläche in sehr guten Händen. 14 Kilo, genau wie bestellt. Okay, ich nicht denke mal... Nicht unsere Zielperson. Nee. Wir müssen weitersuchen. Sie ist zwar auch ein bisschen blau im Gesicht, aber ist nicht die Person, die wir suchen. Aber es gibt ein bisschen Ware auf dem Planeten. Was haben wir hier? Können wir das mitnehmen? Ein Grobtuch. Guck mal, wer hier sitzt. Das sind diese Kleinen, die auch bei Jabba zu Hause sitzen. Das sind auch garstige Biester, ey. Sag ich dir. Und oft am Lachen. Okay, da ist die nächste Kantina. Der kommt hier nicht so schnell raus. Wer? Solange die Undock-Klammern ausgefallen sind, kommt niemand aus der Sekundärbucht raus. Andava muss erst das ganze System neu starten. Aha. Tja, das ist nicht Procyon. Wo ist sie? Wenn ich eine Piratin wäre, wo würde ich hingehen? Naja, in die Kantina, die Kantina da. Vielleicht. Ja, klar, in die Kantina. Hier ist aber noch jemand. Hi. Achso, Schmuggelwaren wieder mal. Materialien verkaufen, Komponenten verkaufen. Aber hier kann ich nicht oben. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Episode hier in der Kantina um. Aber was die mir gesagt hat, dass ich das System neu starten muss, um hier nicht das, also wegen den Dingsbumsklammern da. Kann ich nicht wegfliegen? Schauen wir mal. Also, nächste Folge, die Kantina, damit wir hier unsere Ware bekommen. Die Person, die wir abliefern müssen. Ich bin mal gespannt. Es darf ja nichts passieren, ne? Kein Kratzer. Wurde extra gesagt. Kein Kratzer darf an die Ware. Okay, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten in der 30. Episode. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Lasst gerne noch einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Und dann bis zur nächsten Episode von Star Wars. Ciao, ciao.